Herzlich willkommen, liebe Outdoor- und Prepper-Freunde. Heute gibt es ein Unboxing. Und zwar habe ich mir etwas vom Waldlaufer-Shop bestellt. Vom Lasse. Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Seinen Kanal und seinen Shop. Und ja, schauen wir einfach mal rein, was ich hier so bestellt habe. Das sind alles ein paar Kleinigkeiten. Also nichts Besonderes. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Schauen wir mal. So, ein bisschen zur Seite. Das meiste ist doppelt bestellt worden, weil ein Kollege mitbestellt hat. Das ist hier die Elefantenhaut, mehr oder weniger von der holländischen Armee. Die von der Bundeswehr war leider ausverkauft. Habe ich diese hier bestellt. Sogar noch ein bisschen kostengünstiger. Dann noch. Oha. Oha. Ach, das sind zwei. Den zweimal bestellt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich dachte eigentlich nur einmal. Hier ein Schal. Beziehungsweise jetzt zwei davon. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ich ein oder zwei bestellt habe. Naja, jetzt sind es auf jeden Fall zwei. Weiß gar nicht, von der britischen oder schwedischen Armee. Dann einmal einen kleinen Trinkbecher für meinen Trangier. Naja, schaue ich gleich, wie das ganze Ding hier zu bedienen ist. Ach, so, da siehst du. Na, siehst du. Ah, hier kommt dann der Trank hier rein. Zack, kann ich schön eine Pfanne raufhauen. Auch zweimal bestellt. Ebenfalls für den Kollegen. Dann hier noch eine Spiritusflasche. Kann man damit perfekt rumtransportieren. Was haben die? 0,3 Liter passt da rein. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das hier bestellt habe. Ich meine, nein. Vielleicht gab es das gratis dazu. Schöne Sache. Und das hier dann wohl auch. Ein bisschen Feuer und Zunder. Perfekt, geile Sache. So, einer hat natürlich noch gefehlt. Als Edelstahl. Oft gibt es sie auch nur aus Aluminium. Ich wollte hier einen aus Edelstahl haben. Der hat ein Fassungsvermögen von 0,7 Liter. Dann nochmal so eine holländische Elefantenhaut. Und ja, das ist eigentlich so Hauptaugenmerk der Bestellung. Das schöne neue Hulter Force. Ein gutes Gewicht. Meine Bestellung. Ja. Ja, ich bin nicht auf den Namen gekommen, so Hulda Force OK4 war das, genau. Mal schnell durcheinander. Na, so. Kommt mit einem vernünftigen Chef an. Geile Sache. Diese Plastikscheiben sind jetzt nicht unbedingt mein Fall, aber für den Preis kann man nicht meckern. Man hört hier auch kein Klappern. Sehr schön. Da noch mit
Feuerstahlhalterung. Wunderbar. So, hier sieht man dann nochmal alles. Also, wie gesagt, keine super Großbestellung, einfach nur ein paar Kleinigkeiten, die ich noch brauchte, um die Ausrüstung noch ein bisschen zu optimieren. Wie das hier zum Beispiel. Ist einfach perfekt, das Ding wiegt auch nichts und da man das so zusammenfalten kann, kann man das auch super verstauen. Hier beim Schal muss ich nochmal gucken, hatte ich wirklich zwei bestellt? Mal gucken hier, schwedisches Armeeherzog, ne, nur einmal. Vielleicht war es ein Fehler, vielleicht ein Geschenk, wenn ja, wenn es als Geschenk war. Daumen hoch, möchte ich mich bedanken. Vielen, vielen Dank dafür. Und die beiden Sachen waren auch auf jeden Fall als Geschenk. Stehen nämlich auch so bei meiner Bestellung nicht drauf. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das bestellt hätte. Also Leute, da gibt es auch immer ein bisschen was gratis. Wie jetzt ein Halstuch. Und ein bisschen Feuerkrams. Geile Sache. Also, vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal.